Ja, hallo zusammen. Heute mal wieder ein Motiv, das ich glaube ich nicht ganz so schwer ist. Ein bisschen passend zur Jahreszeit, zum Sommer. Und an Farben, ich wollte eigentlich relativ wenig Farben nehmen, jetzt sind es doch ein paar mehr geworden. Diesmal fast komplett nicht aus meiner limitierten Palette. Phthalo Blau, Kylin Blau, Kobalt Türkis, einer meiner absoluten Lieblingsfarben. Umbra gebrannt und Siena gebrannt. Und natürlich Titanweiß. Und wir starten direkt mit dem Himmel. Die Vorlage habe ich euch übrigens wie immer unten verlinkt, mit dem Hinweis, dass die Fotografen auf dieser Plattform die Fotos schon mal wieder auch entfernen. Das heißt, falls das Foto nicht mehr vorhanden ist, ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich werde jetzt direkt auf der Leinwand mischen. Unten kommt relativ viel Weiß hin. Ich wässere die Leinwand ein ganz klein wenig, damit die Farbe bei den Temperaturen, die wir aktuell haben, nicht sofort trocknet. Und dann starten wir mit ein bisschen Kylinblau. Ein bisschen Phthaloblau. Ihr seht, dass ich den Pinsel immer von rechts nach links bewege. Damit bekomme ich am besten die Übergänge hin. Hier oben habe ich es ein bisschen dunkler gelassen, damit ich ein kleines Gegengewicht zu dem Segelschiff habe. Wenn ihr euch die Vorlage mal anschaut, dann seht ihr, dass es relativ weit rechts ist. Ich habe es ein bisschen nach links geschoben, sodass die Drittelregel der Bildkomposition erhalten wird, was die Drittelregel besagt. Das verlinke ich euch, da habe ich mir extra ein Video dazu gemacht. Die Wolken werde ich später dazu fügen. Dann fangen wir direkt mit dem Wasser an und da werde ich jetzt Kobalttürkis nehmen, ein bisschen Phthaloblau, ganz klein wenig Weiß, damit es nicht zu dunkel ist. So, jetzt wechsle ich zu einem kleineren Pinsel. Und die ganzen Wellen, die jetzt hier trotzdem, die deute ich nur an. Dann nehme ich mir wieder Phthaloblau und ein bisschen was von dem Türkis, von dem Kobalttürkis. Und da werden wir jetzt einfach ein paar Wellen hier andeuten. So, ich habe beschlossen, hier im Hintergrund so kleine Hügel einzufügen und dafür brauche ich ja diese Erdfarben. Also das habe ich mir zumindest so überlegt. Ob das jetzt klappt, weiß ich noch nicht. Wir schauen jetzt mal. Ich gebe da ein bisschen Weiß dazu, dass es nicht zu hell ist, weil es ja sehr weit weg ist und da gibt es keine Knallfarben. Und diese Erdfarben, die harmonieren vor allem mit dem Türkis wunderbar. Damit da noch ein bisschen mehr Leben dran ist, helle ich das noch weiter auf. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass die Kamera jetzt nicht aufgenommen hat. Ich habe jetzt hier mit dem reinen Kobalttürkis hier noch ein bisschen reingearbeitet. Mehr habt ihr jetzt nicht verpasst. So, dann können wir uns an das Schiff begeben. Dazu nehmen wir das Umbra gebrannt. Mischen das mit dem Phthaloblau, bekommen da einen Farbton, der fast schwarz ist. Das ist der Kiel hier. So, dann nehme ich jetzt das Weiß. Könnt ihr euch natürlich auch fragen, warum Weiß auf Weiß? Das Titanweiß, das ich hier verwende, hat eine höhere Strahlkraft als die Grundierung. Das heißt, ich bekomme auf der Seite nicht dann deutlich helleres Weiß. Auf der rechten Seite nehme ich mir einfach das Weiß und gebe ein ganz klein wenig von dem Phthaloblau dabei. Soll also nur heller sein als das Meer, aber eben deutlich blau. So, genau, richtige Farbe. Also eine Kleinigkeit, ich mache die Farbe jetzt ein bisschen dunkler. An der Stelle ist eine besonders dunkle Stelle in dem Aufbau. Und damit bekomme ich einfach mehr Tiefe rein. So, und dann gibt es hier noch so einzelne kleine Luken.
Da habe ich ja nur diese dunkle Farbe, die ich gerade für den Rumpf verwendet habe, und die können jetzt hier halt auch einsetzen. So, und gleichzeitig kann ich die auch noch hier nehmen für die hier für das Segel hier unten. So, jetzt sind wir eigentlich schon fast fertig. Jetzt, was ich jetzt nur machen werde, ist die die Gischt hier einzufügen. Dafür nehme ich wieder den Pinsel. Da arbeite ich jetzt relativ trocken, das heißt, ich streiche die Farbe hier auf meiner improvisierten Palette aus und ergänze hier einfach ein bisschen Weiß. Und zwar in zwei Schichten, erstmal relativ dünn. Jetzt seht ihr, wie wichtig das ist, dass es hier blau ist, weil wenn ich da jetzt mit Weiß nochmal drüber gehe, dann hebt sich das Weiß tatsächlich von dem Blau nochmal ab. So, wer genau hingeguckt hat, der vielleicht gesehen, dass hier nur Reflektionen sind im Wasser. Die sind natürlich jetzt hell. Ich bin ein bisschen Kobalt-Türkis hier, hält die Farbe jetzt deutlich auf. Jetzt kommt nur das Segel dran und die Takelage, aber bevor wir das machen, nehme ich mir so einen alten Borstenpinsel, den ich seit 10 Jahren habe, der immer kleiner wird, weil die Borsten immer abgeruppelter werden. Und dann nehme ich mir jetzt auch wieder Weiß, streiche das aus, ganz dünn. Und damit werde ich jetzt hier nur ein paar Wolken einfügen. Seht ihr, dass ich hier auch wieder in Schichten übereinander arbeite. Also erst so eine Schicht hier und dann nochmal eine zweite drüber. Und ich kann halt die Intensität dieser Schicht durch den Druck mit dem Pinsel einerseits steuern und eben wie viele Schichten ich übereinander arbeite. Ne? Da kommt ein bisschen deutlich heller rein, dann machen wir hier nur. Ich halte mich mal ein bisschen an der Vorlage fest, weil das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht von der Bildkomposition her. Na, hier muss ich nur darauf achten, dass ich nicht zu hell werde, damit halt das Segel sich nur abhebt. Und da kann ich ja im Prinzip zwei verschiedene Farben unterscheiden, nämlich einfach dieses reine Weiß hier. Und im Schatten ist es die Farbe, die ich auch hier habe, also Weiß mit Phthalo-Blau. So, für die Kante hier, da verwende ich einen Flachpinsel. Damit gelingt es mir halt besser, hier diese gerade Kante hinzubekommen. Wenn mir das jetzt nicht hell genug ist, dann kann ich im zweiten Schritt halt das nochmal vertiefen und nochmal drüber arbeiten. So, und wenn ich den Pinsel schon mal in der Hand habe, kann ich auch gleich hier oben den Mast nur einfügen. Den tupfe ich jetzt einfach nur auf. Das reicht mir. Mehr brauche ich nicht als Andeutung, weil ich halt den starken Kontrast zum Himmel habe. So, den Rest der Takelage, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, das zeige ich euch dann gleich. So, jetzt nehmen wir uns das Weiß mit dem Blau, mit dem Phthalo-Blau. Da müssen wir sehr genau hingucken, da haben wir in der Mitte hier, wieder ist es deutlich dunkler. Und sowohl oben als auch unten ist das Blau so ein bisschen heller. So, jetzt seht ihr, dass es zum Beispiel hier oben ein bisschen dick geworden ist, der Schatten. Dann kann ich halt einfach mit Weiß nochmal drüber gehen. So, das ist mal ein bisschen zu dunkel, da gehe ich jetzt mit dem trockenen Pinsel nochmal drüber. Da ist noch ein bisschen Weiß drauf. Siehe da, ich kann das abdämpfen, dann ist es nicht mehr so krass. Und sieht halt wesentlich glaubwürdiger aus. So, jetzt kommen wir zu der Takelage und zu diesen ganzen vielen feinen Strichen. Also wenn ihr so ein kleines Format habt wie hier, ist es halt relativ schwierig. Da gibt es halt einen ganz einfachen Trick. Ihr könnt euch einen
eine Tusche kaufen als Stift. Bitte achtet darauf, dass es eine lichtechte ist. Und damit kann ich jetzt hier sehr feine Striche machen. Ist in der Regel immer ein bisschen schwierig auf dem Acryluntergrund. Vor allen Dingen muss es hier eigentlich jetzt alles trocken sein. Hier in dem Bereich ist es jetzt simpel. Ne? Da könnt ihr einfach so zeichnen. Hier können jetzt zum Beispiel auch das Geländer hier, ich weiß nicht, die Brüstung, ich weiß nicht, wie das auf Fachchinesisch heißt, kann ich jetzt auch noch einfügen. Dann sieht es gleich noch mal ein bisschen realistischer aus. Ihr seht, es geht hier total schnell und hier ist auch noch irgend so ein Gemurkse. So, schwieriger wird es natürlich jetzt mit den weißen Strichen, weil, gut, muss ich mir halt irgendeine weiße Farbe besorgen. Gibt tatsächlich von Herstellern diese Tuschen in allen möglichen Farben. Die andere Möglichkeit ist halt mit einem Linier- oder Detailpinsel das zu machen, und zwar den Pinsel immer um 180 Grad drehen, dass halt eine messerscharfe Kante entsteht, und damit kann ich halt auch sehr dünne Linien machen. Zum Beispiel hier ist so ein Mast, keine Ahnung, wie man das nennt, Mastgedönse. So, und dann kann ich jetzt hier so eine Linie andeuten. Wenn die Linie jetzt nicht hundertprozentig sichtbar ist, ist das nicht schlimm, weil im Gegenlicht kann man die tatsächlich nicht sehen, da verschwimmt die tatsächlich teilweise. Es reicht so eine Andeutung. Ja. So, damit hätten wir das fertig. Ich werde jetzt noch als Bonus noch ganz fix die Figur noch einfügen. Aber wer das nicht möchte, der kann das Motiv natürlich jetzt an der Stelle auch enden lassen. So, bei der Figur will ich es mir relativ einfach machen. Da reichen mir Andeutungen. Ich habe jetzt einfach ein Orange genommen, weil es halt am simpelsten ist. Nehme ich mir einfach ein bisschen was von dem Orange, ein bisschen Weiß. Achtet darauf, dass ihr die Köpfe nicht zu groß macht. Das ist eigentlich immer so ein Riesenköpfe. So, hier mal den einen Arm und hier den anderen. Das weiß ich nicht, ob ihr das jetzt überhaupt auf dem Video sehen könnt. Vielleicht mache ich gleich noch ein Detailfoto davon. So, und dann haben wir hier noch so einen Körper. Hier auch. Und dann haben wir noch die Dame oder der Herr, weiß ich nicht, der hat noch einen Hut auf. Dann nehme ich jetzt das Siena gebrannt dafür. Auch nur einen kleinen Strich, und für die Haare von der Dame verwende ich halt Umbra gebrannt pur, und da bekommt sie halt hier einen Haarschopf. So, und fertig ist das Bild. Also bei den Figuren reicht eine Andeutung. Ja, ich hoffe, dass euch dieses kleine Motiv gefällt. Einfach ist es, ich muss im Nachhinein sagen, nun doch nicht, aber ich denke, mit ein bisschen Anstrengung bekommt man es auch hin. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachmalen, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss!